Zuzul und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 4 Baufolgen, die Kindertagesstätte. Ja. Stimmt, ich sag immer ja. Also, der das gesagt hat, ihr habt recht. Du hast recht. Ich sag immer ja. Weil ich. Das ist so, dass. Wenn ich es nicht sage, dann würde ich sagen. Dann sage ich lieber ja. Aber gut für den Hinweis. Ich versuche mal drauf zu achten, nicht mal ja zu sagen. Ich wollte jetzt immer Sushi sagen. Also, Sushi. Wir haben letztes Mal unseren Innenausbau angefangen. Sushi. Und wir haben so eine kleine Erziehertheke hier gebaut und wir haben die Türen eingesetzt. Wir haben auch schon den Boden und die Wände gemacht. Ich bin ganz glücklich mit dem, was wir bis jetzt haben. Und hier fehlt keine Tapete, die Pflanze guckt nur durch. Wir machen heute auf jeden Fall weiter mit diesem Innenraum. Das war das, was ich erwähnen wollte. Genau. So, und dann würde ich sagen, geht's einfach mal los. Und ich gehe mal direkt hier rein. So, was brauchen wir denn noch? Ich weiß es gerade selbst nicht. So ein Kinderspielteppich mit so einer. Mit so Fußwegen drauf und so und so einer kleinen Stadt, so dass da Autos langfahren können, das wäre cool. Aber was wäre unsere Welt ohne bb.moveObjectsOn? Irgendwie war das nichts. Ich glaube, ich muss nochmal bb.moveObjectsOn. Jetzt. So, dann läuft es bei uns auch und ich überlege gerade, was wir machen wollen heute. Ob wir den Raum hier machen oder ob wir den kleinen Raum hier machen. Weil ich mich noch nicht entschließen konnte. Aber ich würde heute dann das Künstleratelier hier in Angriff nehmen. Oh je. Rette sich, wer kann. Haben wir das wirklich so blau gemacht? Blau gemacht. Das hat doch. Haben wir es nicht so leicht lila? So. Ist das nicht leicht lila, was wir machen wollten? Ich weiß es gar nicht. Naja. Dann habe ich das jetzt auf jeden Fall mal geändert. Und der Raum ist gelb. Kennt man aus der Schule, so langweilig, steril, gelb. Obwohl, wir könnten auch mit Herzchen und das finde ich auch cool. Ich guck gerade, ob hier noch irgendein cooles Muster mit Fußwellen. Ich guck gerade, gibt es hier irgendwas? Wellen, das ist eine gute Idee. Dann kommt vielleicht hier der Ruheraum hin. Da. Und da kommt das Atelier hin. Da haben die kleinen Racker dann Zeit, wenn sie ein wenig malen wollen. Und oben kommt der Ruheraum hin. An dem Fenster. Hier kommt der Ruheraum hin. Gut. Also, weiter geht's. Provisorische IKEA-Lampe in den Raum hängen, damit ich was sehen kann. Wo ich glaube, ich weiß, welche Lampe wir nehmen. Oh, so eine Wolken. Die finde ich eigentlich ganz cool. Die nehmen wir, glaube ich. Die nehmen wir, glaube ich, für die ganze Kita. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich wollte eigentlich die hier nehmen. Die ist auch gut. Dann nehmen wir die. So, dann kommen die Wolken oben ins Schlafraum. Das ist doch noch eine bessere Idee. So. Und was kommt da für Boden rein? Das ist die Frage der Fragen. Ja. Ich guck grad. Ich würde sagen, der hier. Haben wir den schon da? Ja, haben wir. Okay, dann sollten wir doch den hier nehmen. Obwohl der auch hässlich ist. Ich weiß gar nicht, welchen wir nehmen, sondern nehmen wir dann doch Holzboden. So. Dann nehmen wir halt den Holzboden. Soll es auch geben. Und hier muss rein. Ich muss gerade gucken. Ich wollte in die Vollansicht, um zu gucken, ob ich so reinstellen kann. Also wir brauchen, glaube ich, definitiv einen Schreibtisch. Ah, dann wird das da drüben hier
das hier drüben wird dann so dieser kleine Computerraum. Es gibt einen kleinen Computerraum im Kindergarten, den hatte ich auch zum Beispiel schon. Und ich bin jetzt ja schon eine Weile aus dem Kindergarten raus, um genau zu sein, ziemlich lange. Und dann würde ich da den Computerraum machen, so einen kleinen, da gibt es ein, zwei Computer. Und hier kommt, ich suche gerade, der Maltisch unter anderem hin, den ich gerade nicht sehe. Da, der ist natürlich hier. Wenn ich den unter den falschen Sachen suche, dann kann ich den ja gar nicht finden. So, da kommt einer hin. Hier kommt einer hin. Und da kommt einer hin und können die sogar noch umfärben. Das bedeutet, dann haben wir nicht mal immer die gleichen. Zack. So. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. Und jetzt hängen wir hier an die Wand ein paar Bilder. Gibt es hier irgendwie, ja, sowas zum Beispiel, vielleicht gibt es das, ja, das, huch, das hier. Und vielleicht auch ein paar Bäume. Und auf die andere Seite kommen ein paar Dinos. Und Elefanten. Und Marienkäfer. Einfach so ein paar Bilder, also dass es nicht so leer aussieht. Und zack. Und... oh mein Gott, dieses Einhorn. Ein Einhorn, das finde ich so niedlich. So. Ich glaube, dann haben wir erstmal alles. Oder so. Wolken. So, sehr voll. Und dann bauen wir hier drüben auf jeden Fall gleich noch einen Teppich hin. Ich muss aber mal gucken. So einen bunten. Finde ich gut. Und irgendwas muss hier noch hin. Das ist noch so ein bisschen leer, habe ich das Gefühl. Deswegen kann da ruhig auch noch was hin. Ich guck mal die Objekte hier durch. Denn ich weiß selbst noch nicht, was genau da so hin könnte. Schuhe, das finde ich süß. Gardinen sind eine sehr gute Idee. Das mal hochmachen, so, dann machen wir es halt doch so. Zack. Und zack. So, das sieht doch schon um einiges besser aus. Da hängen hier Gardinen. Okay. Haben Kindergartenkinder schon Rucksäcke? Egal. Da steht ein Rucksack. Und ein Dino, der hilft beim Zeichnen. Das ist unser Dino-Maskottchen. Okay. Und hier müssen auch irgendwo Schränke hin. Hier könnte noch ein Schrank hin. Das kenne ich zum Beispiel auch aus dem Kindergarten, dass da ein Schrank steht. Also nicht genau da, aber dass allgemein ein Schrank im Raum steht, wo dann so Malsachen aufbewahrt werden und ja, so ein Zeug halt. Und da kann auch gern so eine Kiste hin. So. Die könnt auch hier an die Ecke ran. Oder was heißt Ecke? An die Wand hier. So. Dann bin ich mit dem Raum nämlich schon mal ganz zufrieden. Wow, wir haben unsere kleinere Malecke fertig. Und dann können wir uns direkt noch mit um den Computerraum kümmern. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel Zeit haben. Wow, das wird ja hier richtig... ja, wir haben halt richtig viel Zeit heute. Das finde ich gut. Das gefällt mir richtig. Und dann können wir direkt weitermachen. Ich muss mal gucken, welche Lampe wir hier nehmen. Vielleicht die hier. So eine hässliche, die so kellermäßig ist. Und da ist dann doch diese kahle Tapete oder diese kahle Farbe, die wir auch hatten. Und auch Holzboden. So. Der Raum sieht halt ein bisschen düster aus. Zack. Und dann... Gibt es für beide einen Rechner? Die Kita ist natürlich bestens ausgerüstet. Und hat deswegen nagelneue, vielleicht doch die, nagelneue Rechner, ja, einen rosanen
und einen schwarzen. Einfach mal so komplett Nagelniegelneue. Ihr wisst, was ich meine auf jeden Fall. Also so komplett random neue, die man so gar nicht, die so gar nicht in die Kita reinpassen, weil eine Kita ja bekanntlich vielleicht auch nicht so viel Geld hat. Und dann färben wir mal den Stuhl in lila. So. Zack. Dann platzieren wir das alles mal. Und dann platzieren wir das hier auch mal. Ich möchte hier überall Vorhänge haben, ausnahmsweise. Oder zumindest einen Vorhang hier und einen Vorhang da. Oje, oje. Oh. Total aufregend. So. Haben wir das schon mal gehabt. Dann natürlich Sitzmöglichkeiten. Ich dachte hier an eine Couch vielleicht. Vielleicht eher eine Dreier-Couch. So ein älteres Ding halt. Zack. So. Und eine Top-Pflanze. Die erste Top-Pflanze im Kindergarten. Die ist neu. Wow. Kann ich die auf... Nee. Okay, die kann man nicht auf Tische stellen. Hm, okay. Lasst uns mal gucken, was wir hier sonst noch haben an Top-Pflanzen. Ein Kaktus, damit Kinder das schön dran fassen. Das kenne ich auch zu gut. Das kenne ich auch zu gut. Ja, ja, der heimtückische Kindergarten. Da ist die ein oder andere Verlockung und trotzdem fassen Kinder dann doch in die... Naja, Steckdose nicht, aber trotzdem fassen sie halt hier rein. Das ist nicht so gut. So. Der Kindergarten ist natürlich nicht komplett nagelneu. Hier gab es auch schon Einbruch. Die wollten hier an die tollen nagelneuen Rechner, die zwar erst seit kurzem da stehen, trotzdem wollten sie die nagelneuen Rechner klauen. Zack. So. Das sieht doch schon recht authentisch aus. Doch, definitiv so. Und die Scheibe ist auch ein bisschen dreckig. So. Ja. Doch, schon. Und hier muss natürlich auch ein Teppich rein. Ich würde aber sagen, unter jedem Laptop, oder Laptop ist es ja nicht, aber unter jedem Schreibtisch. Und vielleicht noch einen hier vorne. So. Das passt. Dann ist das hier für die etwas älteren Kinder. Und... Oh mein Gott, ein Nussknacker. Ja. Ich bin ganz zufrieden mit den Räumen. Also... Ich muss gerade nochmal gucken. Hier und da... Eine Geldtasche. Okay, die sollte ich vielleicht jetzt nicht platzieren. Ein Pfosten. Ein Pfosten. Das ist ja cool. Den stelle ich mal hier hin. Okay, ich wollte hier irgendwas noch hinsetzen. Ich weiß bloß nicht mehr, was das war. Genau, ich wollte über die Rechner Pinnwände hängen. Pinnwände. Da. Pinnwände. Zack. Zack. Und... Haben wir auch noch ein Aquarium? Haben wir ein Aquarium in unserem Kindergarten? Was würdet ihr sagen? Ich würde sagen, ja. Also ein kleines auf jeden Fall und vielleicht auch ein großes. Ich stelle mir hier noch einen Tisch hin. Und jetzt kommt der Kindergarten. Kindergarten nicht, aber jetzt kommt der Goldfisch. Wir nehmen... Für welches seid ihr? Das Gummibärchen oder das... Was? Gräfen? Grätengruft? Ich platziere erstmal... Obwohl, Gummibärchen muss es ja sein. Obwohl, das ist hier so alles schon so alt und so. Da würde ich sagen, es ist doch die Grätengruft. So. Okay. Ah. Ja, genau. Dann haben wir erstmal wieder alles geschafft. Und ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem, was wir heute geschafft haben. Wir haben die zwei kleinen Räume hier eingerichtet. Nächstes Mal wird wohl der Innenbereich hier dran glauben oder der Schlafbereich, ich weiß es noch nicht.
überlege gerade, was hier dann hinkommt. Das weiß ich noch gar nicht. Das gucken wir dann auf jeden Fall. Ich verabschiede mich erstmal von euch. Schaut auf jeden Fall morgen in Sims Let's Play rein, denn da ist einiges Komisches passiert. Ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Und sonst, schreibt immer gern Kommentare. Also, bleibt frisch. Ciao, ciao.